Vor fast 10 Jahren wurde Dwayne Betts wegen eines Autodiebstahls verhaftet. Damals war er 16. Das Gericht behandelte ihn wie einen Erwachsenen. 9 Jahre verbrachte er hinter Gittern. Ich hatte nicht mal meinen ersten Job mit 16. Kein Auto mit 16. Auch keine erste Freundin auf der Schulabschlussfeier. Aber ich habe meine eigenen Erfahrungen. Und egal wie hart das war, sie gehören zu mir und haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Mehr als 90.000 Minderjährige sind derzeit in den USA hinter Gittern. Jugendliche können in dieselben Gefängnisse gesteckt werden wie Erwachsene. Kritiker halten das für fatal. Im Gefängnis fühlte ich mich wie vergewaltigt. Ich musste mich vor allem ausziehen und aufs Klo gehen. Das ist voll ungewohnt. Ich bin 16. Das ist mein erstes Vergehen. Ich bin nicht vorbestraft. Ich verstand nicht, was da geschah. Jungen wie Dwayne und Andre wird hier geholfen. Die Kampagne für Jugend und Justiz kritisiert ein System, das bestraft, statt wieder einzugliedern. Für diese Jungs gibt es nichts, um ihnen bei der Rückkehr in die Gesellschaft zu helfen. Sie sind vorbestraft und finden keine Arbeit. Sie können nicht in die Schule zurück, sie suchen einen Platz für sich und alle schlagen ihnen die Tür vor der Nase zu. Jugendliche, die aus Erwachsenengefängnissen kommen, haben nach Angaben des US-Justizministeriums die größte Rückfallquote und die höchste Selbstmordrate. Viele US-Bundesstaaten prüfen ihre Gesetzgebung. In Connecticut soll ab 2010 das Erwachsenenstrafrecht auch wirklich erst ab 18 gelten.